Eine Überprüfung des Flüchtlingsabkommens mit der EU verlangt der türkische Europaminister Ömer Çelik, der die Niederlande neofaschistischer Praktiken beschuldigt und damit eine ähnliche Wortwahl trifft wie am Wochenende Präsident Erdogan. Ich kann reisen, wohin ich will, wenn ich meinen Pass habe. Entweder wegen der internationalen Reisefreiheit oder als Diplomat. Woher kommt diese Praxis? Aber wenn wir über Narzissmus und Faschismus reden, die hatten ein Verständnis, dass alles, was sie sagen, wahr ist, was sie tun, wahr ist, sodass sie einem eine Erlaubnis zu allem, was sie wollten, erteilen konnten oder nicht. Jetzt gehen sie so weit und sperren unser Konsulat und lassen unseren Generalkonsul nicht heraus. Und auch Erdogans Außenminister Mevlüt Çavuşoğlu stößt noch einmal nach, wenn auch mit seltsamen Vergleichen. Der niederländische Premier hat gesagt, wir wollen den türkischen Außenminister nicht hier sehen, weder vor noch nach den Wahlen. Und er hat gesagt, der türkische Außenminister kann zu uns kommen und unsere Tulpen und Museen anschauen. Das gehört sich nicht. Erstens sind diese Tulpen während des Osmanischen Reiches in die Niederlande gebracht worden. Es scheint, als hätten diese Tulpen die rassistischen Politiker der Niederlande nicht zu Männern gemacht. Wir können aber gern neue Tulpen schicken, dass sie zu Männern werden können. Die Türkei fordert eine schriftliche Entschuldigung von den Niederlanden, doch der niederländische Premier Mark Rutte denkt gar nicht daran. Gleichzeitig haben wir klargemacht, dass wir das nicht wollen. Wir wollten, dass die Ministerin wegbleibt. Und das hat zur Verwüstung und den Szenen geführt, die wir gestern im Zentrum von Rotterdam gesehen haben. Und dann reden einige türkische Politiker über Narzissmus und Faschismus in Zusammenhang mit den Niederlanden. Dieses Land, wie der Bürgermeister von Rotterdam schon gesagt hat, ist im Zweiten Weltkrieg von den Nazis zerbombt worden. Es ist total unakzeptabel, so etwas zu sagen. Natürlich muss es Entschuldigungen geben. Sie sollten sich entschuldigen, was Sie gestern gemacht haben. Unterstützung für die niederländische Regierung kommt auch von Deutschlands Kanzlerin Angela Merkel. Ich habe im Deutschen Bundestag die rhetorischen und wie auch immer gearteten Vergleiche durch türkische Persönlichkeiten mit dem Nationalsozialismus für Deutschland abgelehnt. Und diese Ablehnung gilt in vollem Umfang natürlich auch für mit uns befreundete Länder wie zum Beispiel die Niederlande. Diese Vergleiche führen völlig in die Irre. Sie verharmlosen das Leid, gerade im Blick auf die Niederlande, die so gelitten haben unter dem Nationalsozialismus, ist das völlig inakzeptabel. Und deshalb haben die Niederlande meine volle Unterstützung und Solidarität und insbesondere auch mein niederländischer Amtskollege Mark Rutte. Und auch Frankreich und die EU-Kommission verurteilen die Nazi-Vergleiche. Aus der NATO kommen Aufforderungen, den Konflikt zu deeskalieren.